Hi everyone and welcome back to another episode of The Source. I'm your host Taylor Hudak. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Die Quelle. Ich bin Ihre Moderatorin Taylor Hudak. Eine neue und schockierende Ermittlung, die durch Greyzone veröffentlicht wurde, mit dem Titel Reuters, BBC und Bellingcat nahmen an verdeckten Programmen teil, die vom britischen Außenministerium finanziert wurden, um Russland zu schwächen, ist ein Artikel, der die Beteiligung von Reuters und der BBC an verdeckten Programmen des britischen Außenministeriums oder des Foreign and Commonwealth Office, um eine Meinungsänderung zu erreichen und den Einfluss des russischen Staates zu schwächen, aufdeckt. Aber warum arbeiten Medienunternehmen mit der Nachrichtendienstgemeinschaft und staatlichen Einrichtungen zusammen? Und warum haben soziale Medien diesen Artikel unterdrückt und zensiert? Der Journalist Max Blumenthal ist bei mir, um all das und seine neuesten Artikel in The Grey Zone zu besprechen. Danke, dass Sie hier sind. Thanks for bringing me on. Absolutely. So this latest piece that you had in the Grey Zone. Dieser letzte Artikel, den Sie in the Grey Zone veröffentlicht haben, ging in den sozialen Medien viral. Nicht nur wegen des Inhalts des Artikels, sondern auch wegen der Zensur, der Sie ausgesetzt waren. Doch bevor wir darauf zurückkommen, könnten Sie uns die Bedeutung dieser Enthüllungen erklären? Well, yeah, obviously these revelations were significant enough to merit. Offensichtlich waren diese Enthüllungen bedeutsam genug, um einen völlig einzigartigen Warnhinweis zu verdienen, den ich noch nie zuvor auf Twitter gesehen habe, und zwar, dass diese Materialien durch Hacking erlangt worden sein könnten. Es ist wie Reefer Madness für die Neokonservative. Sie dachten wohl, es sei so, als ob ein Warnhinweis Kinder abschrecken würde, während er sie tatsächlich anlockte und dazu veranlasste, dass der Artikel viral ging, worüber wir noch sprechen werden. Aber die Enthüllungen, die in dem Artikel enthalten waren und sich auf Materialien bezogen, die durch ein Hacker-Kollektiv namens Anonymous öffentlich zugänglich waren, sie nennen sich alle Anonymous, sind geradezu explosiv. Es gibt hunderte von Dokumenten. Wenn man als Journalist versucht, diese Dokumente zusammenzufassen und zu analysieren, könnte man in verschiedene Richtungen gehen. Doch was ich am auffälligsten an diesen neuen Enthüllungen fand, und es gab schon vorher Leaks, über die wir in The Grey Zone berichtet haben, war, dass sie die Beteiligung der BBC und Reuters offenbarten. Reuters ist die größte Nachrichtenorganisation der Welt und eigentlich Auftragnehmer des britischen Geheimdienstes, wobei sie dem britischen Außenministerium hilft, russische Medien zu infiltrieren und zu untergraben. Ausgebildete russische Journalisten in Großbritannien, die vom britischen Außenministerium finanziert wurden, um Einflussnetzwerke innerhalb Russlands zu schaffen und die russischsprachige Öffentlichkeit im nahen Ausland zu propagieren, im Baltikum, in Zentralasien, in Osteuropa. Die BBC schlug dem britischen Außenministerium sogar vor, in die Donbass-Region zu reisen, ein Konfliktgebiet, in dem von Russland unterstützte Separatisten seit Jahren gegen diese von der NATO und den USA unterstützte Truppe des ukrainischen Militärs kämpfen. Tausende von Ukrainern sind dabei gestorben. Der Krieg hätte schon längst beendet sein müssen. Er wurde sozusagen der russischsprachigen Bevölkerung in diesem Gebiet aufgezwungen. Die BBC schlägt vor, ihr Können und ihre Ressourcen zu nutzen, um die Pro-NATO-Medien in der Region zu unterstützen und im Grunde eine neue Informationswaffe zu etablieren und somit den Konflikt zu eskalieren. Das ist mehr als unverantwortlich. Es wird alles im Geheimen durchgeführt. Ich habe ein Dokument nach dem anderen vorgelegt, das Verträge zwischen der Thomson Reuters Foundation, die der gemeinnützige Arm von Reuters ist, und dem britischen Außenministerium zeigt. Diese waren als klassifiziert oder geheim gekennzeichnet, weil sie diese Memos von der BBC oder Reuters unter Verschluss halten wollen. Es handelt sich also um verdeckte Programme, die mit britischen Steuergeldern unter Verletzung der erklärten Vertrauensprinzipien durchgeführt werden, die auf der Website von Thomson Reuters und dem auf ihrer eigenen Website zu findenden Auftrag der BBC stehen, wo sie redaktionelle Unabhängigkeit und Integrität versprechen. Sie belügen die Öffentlichkeit. Und darüber hinaus gibt es kleinere Medienorganisationen, die vom britischen Außenministerium benutzt und bewaffnet werden. Darunter Bellingcat, eine angeblich unabhängige, investigative Open-Source-Website, die entweder verdeckt vom britischen Außenministerium unterstützt oder sogar benutzt wird, um Wahlen in wichtigen mittel- und osteuropäischen Staaten zu beeinflussen. Das sind sehr wichtige Enthüllungen. Der britische Staat, der eine Art Frontlinien-Stellvertreter für das US-Imperium ist, tut alles, um Russland zu beschuldigen und noch einiges mehr.
Ja, genau das ist die Ironie des Ganzen. Ich wollte Sie gerade nach Ihrer Meinung zu einem Zitat des ehemaligen britischen Abgeordneten Chris Williamson fragen. Er sagte, diese Enthüllungen zeigen, dass während Abgeordnete über Russland schimpften, britische Agenten die BBC und Reuters benutzten, um genau die gleichen Taktiken anzuwenden, die Politiker und Medienkommentatoren Russland vorwarfen. Ende Zitat. Können Sie erklären, inwiefern hier eine gewisse Art der Heuchelei vorhanden ist? Riesige Mengen an Heuchelei. Ich meine, Chris Williamson war einer der wenigen Mitglieder des Parlaments, die tatsächlich die Russland-Hysterie in Frage gestellt haben, die während des sehr seltsamen Skripal-Vergiftungsvorfalls über Großbritannien herrschte. Und bald nach diesem Vorfall gab es Leaks, sehr ähnlich denen, die wir besprochen haben, von Dokumenten aus einem geheimen Programm innerhalb des Auswärtigen Amtes namens Counter Disinformation and Media Development Program. Sie zeigten, dass das britische Außenministerium eine militärische Nachrichtendiensteinheit finanzierte, die von einer Scheinfirma mit Sitz in Schottland betrieben wurde. Man nannte es das Institute for Statecraft. Die Trollfabrik des Militärgeheimdienstes hieß Integrity Initiative und diese Dokumente enthüllten eine riesige, mehrere Millionen Pfund teure Operation, die darauf abzielte, die britische Öffentlichkeit und die gesamte europäische Öffentlichkeit zur Unterstützung einer gigantischen Eskalation mit Russland bis hin zum Krieg zu propagieren. Gigantic escalation with Russia to the point of war. Dadurch wurden sehr ernste Zweifel an der offiziellen Darstellung des Skripal-Vergiftungsfalls und viele andere Vorfälle geweckt, weil diese Offiziere des militärischen Geheimdienstes hinter dem Deckmantel dieser Forschungseinrichtung darüber sprachen, wie sie die britische Öffentlichkeit und die Meinungsmacher und politischen Entscheidungsträger dazu bringen wollten, das große Bild von Russland als eine enorme nationale Sicherheitsbedrohung zu sehen. Sie schufen europaweit Gruppen von Journalisten mit Einfluss. Menschen, deren Namen bekannt waren wie Bill Browder, Peter Pomerantsev und Applebaum, der Kolumnist der Washington Post, Ed Lucas. All diese Personen, die wir mit dieser Art der Anti-Russland-Echokammer in Verbindung bringen, waren hier organisiert und vernetzt. Sie setzten Politiker außer Gefecht, die als zu positiv gegenüber Russland angesehen wurden. In Spanien wurde ein Verteidigungsbeamter durch dieses Netzwerk sabotiert und das Ganze geriet außer Kontrolle. Williamson war einer der wenigen Abgeordneten, der das im Parlament zur Sprache brachte und Antworten forderte. Wie viel kostet dieses Programm den britischen Steuerzahler? Was macht es? Was ist das Ziel? Er wurde mit der Begründung der nationalen Sicherheit abgewürgt. Sie sagten, dieses Programm sei zu wichtig für uns und wenn wir Details preisgeben, würde Russland uns angreifen. Sie dürfen es also nicht wissen. Und letztendlich wurde Williamson angegriffen. Er wurde im Rahmen des gefälschten Antisemitismus-Skandals angegriffen. Er wurde als russischer Spion ins Visier genommen. Er wurde aus der Arbeit vertrieben. Und so forderte ich ihn auf, sich zu diesen neuesten Dokumenten zu äußern, die die Notwendigkeit einer öffentlichen Untersuchung verstärken und zeigen, dass der britische Staat die britischen Bürger täuscht und sie an den Rand eines Krieges, wenn nicht gar eines heißen Krieges, oder einer Reihe von Stellvertreterkriegen, dann sicherlich eines kalten Krieges führt, der ihnen in keiner Weise nützen wird. Aber Williamson ist nicht mehr im Parlament, um die entscheidenden Fragen zu stellen. Eines der Dinge, die mir an diesem Artikel und an diesen Dokumenten aufgefallen sind, ist die Wortwahl. Eine Menge der Formulierungen scheinen ziemlich positiv zu sein. Ich möchte eine dieser Phrasen zitieren. Sie wollen russischen Journalisten helfen, Zitat, einen ausgewogenen, faktenbasierten und ethischen Journalismus zu produzieren, auf den britischen Medienstandards und der Ethik aufbauend. Für jemanden, der nicht allzu sehr damit vertraut ist, wie der nationale Sicherheitsstaat und der militärisch-industrielle Komplex funktioniert, scheint das eine positive Sache zu sein. Aber was ist hier wirklich los? Right, I mean, that was perceptive to pick up on the language they use. Richtig, es war sehr scharfsinnig, diese Ausdrucksweise herauszuhören. Es klingt wie etwas, das wir begrüßen sollten. Sie rufen zum Medienpluralismus auf. Das ist etwas, das wir im Westen feiern, im angeblich demokratischen Westen. Wir wollen Medienpluralismus, aber wenn RT und Sputnik im Namen des Medienpluralismus ins Spiel kommen und Radiosender oder Fernsehsender in Städten in den Vereinigten Staaten gründen, werden sie als ausländische Agenten abgestempelt und abgeschaltet, weil das die Art von Pluralismus ist, die die Vereinigten Staaten nicht wollen.
Aber es geht nicht in beide Richtungen. Es geht nur in eine Richtung. Der Westen versucht also, das britische Außenministerium zu etablieren, das dem MI6 vorsteht. Ich sollte erwähnen, dass der ausländische Geheimdienstflügel der britischen Nachrichtendienste versucht, Medienpluralismus im nahen Ausland und innerhalb Russlands zu etablieren, um im Grunde genommen der Nachrichtenübermittlung entgegenzuwirken, die russische nationale Interessen unterstützt und das, was der Westen als das Narrativ des Kremls ansieht. Und deshalb bezahlt er angeblich unabhängige Medien, hilft ihnen bei der Gestaltung ihrer Botschaften und bietet ihnen Hilfe bei der Google-Suche zur Manipulierung dieser. Sie erklären das ausdrücklich und die Dokumente besagen auch, dass sie darauf abzielen, Russlands Einfluss in den Medien zu schwächen. Das wird auch offen dargelegt. Aber es gibt auch die Verknüpfung, die eine westliche Ausnahmevorstellung einer besseren journalistischen Ethik mit einer Pro-NATO-Redaktionslinie ist. Und so schreibt die Thomson Reuters Foundation eine Ausschreibung mit dem britischen Außenministerium für die Ausbildung russischer Journalisten aus, in der es heißt, wir haben in der Vergangenheit etwa 10 Ausbildungsreisen des britischen Außenministeriums für russische Journalisten durchgeführt und wir haben versprochen, bei diesen Journalisten eine Änderung der Einstellung zu bewirken. Und das bedeutet, und natürlich wird das nicht explizit gesagt, aber es ist ziemlich implizit, eine positivere Perspektive auf Großbritannien und eine Affinität zum Westen und das Bestreben, ein Teil davon zu sein. Und ich kenne viele russische Journalisten, die die Erfahrung der 90er Jahre gemacht haben und mir sagten, dass sie das Ziel hatten, wie CNN zu sein. Das war ihr Traum. Sie wollten genau wie CNN und genau wie die Vereinigten Staaten sein. Und so wollten viele Russen im Grunde das Modell der Vereinigten Staaten in die ehemalige UdSSR einführen. Und was sie bekamen, war der Albtraum des US-Neoliberalismus, 3 bis 5 Millionen überzählige Tote, da die Menschen ihre Renten verloren haben. Und das CNN-Modell wurde im Wesentlichen diskreditiert, als CNN anfing, für die Zerstörung Jugoslawiens und all diese Kriege zu propagieren, die sich gegen Russland, Südossetien und Georgien richteten. Also versuchen sie, das mit diesem Programm zurückzubringen und ein oppositionelles Einflussnetzwerk innerhalb Russlands aufrechtzuerhalten. Dazu gehört auch im Namen des Medienpluralismus die verdeckte Unterstützung von Netzwerken wie Medusa. Jeder, der mit russischen Medien vertraut ist, die englischsprachige Inhalte produzieren, kennt Medusa. Es ist einer der beliebtesten Kanäle für russische Oppositionsanhänger, Personen, die Alexei Nawalny unterstützten. Und sie werden in diesen Dokumenten als Empfänger logistischer, wenn nicht finanzieller Unterstützung durch einen britischen Geheimdienst-Auftragnehmer namens Think Network benannt. Sie sind also nicht unabhängig. Wir können auch das Dokument zur Kenntnis nehmen, das die Einrichtung eines Netzwerks von russischen YouTube-Influencern fordert, um ihnen zu helfen, verdeckte Zahlen zu erhalten, um russische Vorschriften zu umgehen und sich auf Themen wie Korruption zu konzentrieren. Wer ist der beliebteste russische YouTube-Influencer? Alexei Nawalny. Und ich weiß nicht, ob er einer dieser Influencer war, aber es wirft wirklich die Frage auf. Hinter all der schönen, prachtvollen Rhetorik über Demokratie steckt also etwas, das viel schmutziger ist, mit Sicherheit verdeckt, heimlich und klandestin. Und wenn Sie oder ich diese Art von Vereinbarungen treffen würden, wären wir auf der Titelseite der New York Times. Zum Beispiel, wenn das russische Außenministerium Activism Munich ihre Hilfe anbieten würde, um bessere Google-Suchen zu bekommen, Zahlungen, Deckungszahlungen, Tipps für redaktionelle Geschichten, wie man Geschichten gestaltet. Sie coachen einen quasi hinter den Kulissen. Und sie würden sich als unabhängiges Unternehmen in Deutschland präsentieren und das würde auffliegen. Sie wären erledigt. Wenn das bei The Grey Zone passieren würde, bekämen wir einen Prozess. Aber so etwas wird als völlig normal angesehen, wenn solche Redaktionen das tun. Ich habe noch nicht einmal erwähnt, worauf sich Bellingcat hier eingelassen hat, aber das alles deutet darauf hin, warum Twitter den Artikel so ausgezeichnet hat, um die Leute abzuschrecken, denn die Enthüllungen sind so vernichtend für die gesamten westlichen Medien, besonders was ihre europäische Beteiligung betrifft. Participation.
Absolutely, and we will. Auf jeden Fall. Und wir werden natürlich auf die Rolle der Medien bei all dem eingehen, was ich für besonders schockierend halte. Aber vorher sollten wir eine kurze Pause einlegen. Und wenn wir zurückkommen, werden wir unsere Diskussion über die skandalösen Enthüllungen innerhalb der britischen Medien fortsetzen. Ebenso wie die Reaktion der sozialen Medien auf diesen Artikel. Doch vorher schauen Sie sich doch bitte diesen Werbespot an. Pure journalism. Every journalist in the world should have been cheering Edward Snowden. He did what every journalist is supposed to be devoted to. Because we have evidence that when we do that, things go wrong. Welcome back to The Source. I'm your host, Taylor Hudak. Willkommen zurück bei Die Quelle. Ich bin Ihre Gastgeberin Taylor Hudak und möchte unser Gespräch über die Rolle der Medien in diesen Kontexten fortsetzen, weil ich dies besonders schockierend finde. Insbesondere geht es um die BBC, Reuters und Bellingcat, die bei dieser Operation mit der britischen Regierung und den Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Wie sind Ihre Gedanken hierzu? Well, Bellingcat has always asserted its complete independence. Bellingcat hat immer eine völlige Unabhängigkeit behauptet, auch als es auf mysteriöse Weise die Passinformationen und Zolldetails der beiden russischen Bürger, die in Salisbury, England, einreisten und die Hauptverdächtigten bei der Vergiftung von Sergei Skripal und seiner Tochter waren, erhielt. Sie behaupteten, dass ihre offene Quelle, Bellingcat, für Open-Source-Journalisten berühmt geworden ist. Aber wie sind sie an diese Informationen gekommen? Und sie waren auch in der Lage, ähnliche Taktiken zu verwenden, wenn man sie überhaupt so nennen kann, um mit dem Finger auf Russlands FSB-Geheimdienste für die angebliche Vergiftung von Alexei Nawalny zu zeigen. Ich hatte also stets Fragen zu dieser Organisation. Bekanntlich werden sie maßgeblich von der National Endowment for Democracy finanziert, einer Einrichtung der US-Regierung, die Medien und angebliche zivilgesellschaftliche Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt, um in Ländern, in denen die USA die Regierung stürzen wollen, einen Regimewechsel herbeizuführen. Es ist die Regimewechselmaschine, die aus der CIA von Ronald Reagan hervorgegangen ist, um das umzusetzen, was die CIA laut einem ihrer Gründer, Alan Weinstein, früher verdeckt in der Öffentlichkeit tat. Das ist also alles wohl bekannt. Aber die Beziehung von Bellingcat zum Auswärtigen Amt scheint viel intimer zu sein, als wir wussten. Möglicherweise enger als zur CIA, worüber es immer wieder Gerüchte gibt. Zum Beispiel wurde Elliot Higgins, der Gründer von Bellingcat, kürzlich von Luke Harding und anderen höchst verdächtigen journalistisch zweifelhaften Personen in The Guardian porträtiert, wobei die Schlagzeile so etwas wie »Die Leute behaupten, wir arbeiten für die CIA« lautete. Das ist so, als würde man die Lüge vom Tisch nehmen, indem man sie verdrängt. Aber hier haben wir einen Vorschlag in diesen Dokumenten, der in einem einzigen Absatz versteckt ist und der vom Sync-Netzwerk vorgeschlagen wurde, einer strategischen Kommunikationsfirma, die Verträge mit dem britischen Geheimdienst und dem britischen Außenministerium abgeschlossen hat, die in viele Skandale verwickelt war, die britische Öffentlichkeit zu propagieren und britische Muslime mit Deradikalisierungspropaganda anzusprechen. Sie waren an einem Programm mit Bellingcat namens The Open Information Partnership beteiligt. An diesem Programm war auch die bereits erwähnte falsche Denkfabrik beteiligt, The Institute for Statecraft, eine Front für den militärischen Geheimdienst Troll Farm, die Integrity Initiative. Und in diesem kleinen Absatz stellten sie fest, dass Nordmazedonien 2019 Wahlen hatte, die vom britischen Außenministerium und wohl auch von der gesamten NATO als Notfall angesehen wurden. Nordmazedonien würde so in etwa entscheiden, ob es der NATO und der EU beitreten würde. Und das Sync Network erwähnt, dass es Ausbildungskräfte von Bellingcat und dem Forschungslabor für digitale Forensik des Atlantic Council, der inoffiziellen Denkfabrik der NATO in Washington, nach Nordmazedonien schickte, um ein Netzwerk von Pro-NATO-Journalisten auszubilden, die sich im Grunde genommen zur Unterstützung der NATO in die Wahlen in Nordmazedonien einmischen sollten. Und das wurde alles vom britischen Außenministerium in diesem zwielichtigen Programm finanziert, das ich bereits erwähnte.
Also noch einmal, wir haben Bellingcat dabei ertappt, Hand in Hand mit dem westlichen National Security State zu arbeiten, um die Imperative des Imperiums zu fördern und sich selbst als diese unabhängige, mutige kleine Ausgabe von brillanten Journalisten zu präsentieren, die jede verfügbare Auszeichnung verdienen. Dies sollte absolut skandalös sein. Und wie ich bereits erwähnt habe, wenn Activism Munich oder The Grey Zone in etwas Ähnliches verwickelt wären, wenn das chinesische Außenministerium sagen würde, hey, wir brauchen euch, um unseren Mann bei den Wahlen im Bundesstaat Georgia zu helfen, weil er pro-China ist, und wir dabei erwischt werden, würde dies strafrechtliche Konsequenzen haben. Aber Bellingcat wird dafür bejubelt. Es wird völlig geleugnet. Und das spricht wieder dafür, warum dieses Twitter-Label angewendet wurde für The Grey Zone. Und das Label ging nach hinten los, wegen des viralen Phänomens, das sie erwähnten. Und Bellingcat wurde zum Trend. Ich habe Bellingcat aufgerufen und es erschien als trendig. Es gab 7000 Erwähnungen. Alles drehte sich um dieses Material. Ihre unabhängige Marke wurde von ganz normalen Leuten auf Twitter zerfetzt und auch Bellingcat CIA war im Trend. Also ist der Versuch, diesen Artikel zu unterdrücken, um diese vermeintlich unabhängigen Verkaufsstellen zu schützen, die seit Jahren mit Millionen von Dollar Unterstützung kultiviert wurden, komplett nach hinten losgegangen. Können Sie erklären, was diese Twitter-Warnung war, warum Sie diese Warnung auf dem Twitter-Beitrag hatten? Dies war natürlich gehacktes Material oder durchgesickertes Material. Aber der Punkt ist, dass Sie in der Lage waren zu überprüfen, dass dies authentische Dokumente sind, richtig? Wir haben das in der Vergangenheit überprüft. Wir berichteten über Dokumente in Bezug auf Syrien, die zeigen, wie viele dieser gleichen Auftragnehmer, einschließlich Sync-Netzwerk, aber auch das ARC-Netzwerk, das geholfen hat, die Weißhelm-Organisationen zu schaffen, im Grunde eine Propaganda-Operation rund um Syrien betrieben, wobei sie die Verantwortung für hunderte von Artikeln beanspruchten und den Regimewechsel in Syrien in führenden Medienorganisationen vorantrieben. Und das britische Außenministerium erklärte, dass sie einen Hack erfahren hatten und dass diese Dokumente, über die wir berichteten, im Wesentlichen authentisch waren. Ich war also sehr überzeugt von der Berichterstattung über diese Sache. Aber bevor ich darüber berichtete, nahm ich Kontakt zu Reuters auf. Ich meine, sich an Bellingcat zu wenden, ist so, als ob man sich an soziale Raubtiere wendet, die einen belauern und mit Ferngläsern vor dem Fenster warten. Das sind keine Leute, die dir eine intellektuell ehrliche Antwort geben werden. Was ist also der Sinn, zu ihnen zu gehen? Sie greifen uns die ganze Zeit an, beschuldigen uns, alles zu tun, was auch sie machen, und das auch noch fälschlicherweise. Die BBC hatte mich sogar kürzlich auf die gleiche Weise verleumdet, wegen meiner sachlichen Berichterstattung über die sogenannten Weißhelme. Ich dachte also, dass Reuters diese Dokumente am ehesten bestätigen und eine Art Standardantwort des Unternehmens anbieten würde, was sie dann auch in bewundernswert schneller Weise taten. Diese Dokumente waren also absolut echt und ich nehme an, dass sie durch eine Art von Phishing-Operation erlangt wurden, was ziemlich einfach zu machen ist. Dazu braucht man nicht unbedingt ein ausgeklügeltes staatliches Hacking-Netzwerk. Es könnte jeder Freiberufler gewesen sein. Es könnte auch ein Leck von einem verärgerten Mitarbeiter des Außenministeriums gewesen sein. Wir wissen es nicht. Aber dieses Twitter-Label machte die Runden, etwa 12 bis 24 Stunden, nachdem der Artikel veröffentlicht wurde. Als der Artikel also veröffentlicht wurde, ist jemand aufgeschreckt und hat sich an Twitter gewendet. Die Reaktion von Twitter zeigt, wie Twitter im Grunde ein Arm des amerikanischen Imperiums geworden ist. Es ist nicht so, dass jeder sagt, oh, ich habe genug von dieser Höllenwebsite. Es ist keine Höllenwebsite. Es ist jetzt eine Medienseite des US-Regimes. Sie wurde vollständig kooptiert und dieses Label besagt, dass dieses Material durch Hacking erlangt worden sein könnte. Wenn man also den Link tweetet, und das ist das Witzige daran, man kann den Link tweeten und dann entsteht automatisch eine Twitter-Card bei dem Bild, das wir eingefügt haben. Wenn man aber sein eigenes Bild, Video oder GIF einfügt, steht unter dem Bild der Hinweis, dass dieses Material durch Hacking erlangt worden sein könnte. Die Leute stellten also Bilder von Alvin und den Chipmunks ein, die Sex hatten. Oder von Spongy Bob, der Gras rauchte, und es stand darunter, dass dieses Material möglicherweise durch Hacking erlangt wurde. Und das war reines Comedy-Potenzial für Zoomers, Millennials, Gamer und alle, die auf so etwas abfahren. Unsere Website stürzte praktisch ab bei der Menge an Traffic, die wir hatten.
Wir hatten noch nie so viel Traffic. Und irgendwie haben es die Leitmedien geschafft, über all diese Enthüllungen nichts zu berichten, weil es um sie geht. Es geht darum, dass sie mit den amerikanischen und britischen Geheimdiensten fusionieren. So werden sie sich nicht selbst hinterfragen. Ein weiterer entsprechender Punkt: Jeder, der Reuters, aber vor allem die BBC in den letzten 4 oder 5 Jahren verfolgt hat, und es geht wirklich um die BBC, weiß, dass die BBC nicht nur nicht kritisch über die mächtigen Kräfte berichtet hat, die sich gegen Jeremy Corbyn verbündet haben, die sich verbündet haben, um die britische Öffentlichkeit ihres eigenen Erbes zu berauben, um im Grunde nicht darüber zu berichten, wie die Menschen diese Sozialprogramme verlieren, die eine Mittelklasse in Großbritannien geschaffen haben. Sie haben nicht über die britische Außenpolitik im Jemen berichtet, die eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt unterstützt, die Saudi-Arabien bei einem im Grunde völkermörderischen Angriff unterstützt. Und es ist ziemlich klar, warum die BBC diese Grenzen nicht überschreitet, weil sie nicht die Hand beißen wollen, die sie füttert. Hier sehen wir, dass sie nicht nur wie ein öffentlich-rechtlicher Sender Finanzmittel aus ihren traditionellen Quellen erhalten, sondern tatsächlich Angebote für die Teilnahme an verdeckten Informationskriegsoperationen unterbreiten, die auf Staaten abzielen, in denen US-amerikanische und britische Geheimdienste einen Regimewechsel anstreben. Ich denke, dies sollte der Öffentlichkeit helfen zu verstehen, warum ihre Medien ihnen nicht mehr dienen und den Interessen von soziopathischen, weichspülenden Superräubern dienen, die in klimatisierten Büros in Langley und London sitzen. Exactly. This entire scandal. Der ganze Skandal dient nur den Mächtigen und der Elite. Dem Bürger und den Menschen, die die Nachrichten konsumieren, ist damit nicht gedient. Aber bevor wir zum Schluss kommen, wollte ich noch einmal zu den Medien etwas fragen, da diese natürlich einen großen Teil dieser Geschichte ausmachen. Können diese Medienorganisationen wie die BBC, Reuters, Bellingcat sich überhaupt Medien- oder Nachrichtenorganisationen nennen, nachdem sie so eng mit Regierungen und Geheimdiensten zusammenarbeiten? With governments and intelligence. Well, they can call themselves media organizations. Sie können sich Medienorganisationen nennen, aber sie können sich nicht als unabhängig bezeichnen. Und in meinem Beitrag habe ich auf einen Skandal hingewiesen, einen sehr kleinen Skandal, der im Jahr 2020 in Großbritannien ausbrach, im Januar, als einige Dokumente aus den 60er und 70er Jahren über offizielle Kanäle freigegeben wurden, die sich auf ein verdecktes Programm bezogen, das der MI6 in Lateinamerika betrieb. Es war ein antisowjetisches Medienprogramm, das Reuters leitete und heimlich durch das britische Außenministerium im MI6 bezahlt wurde, ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Diese Dokumente kommen also heraus und ein Reuters-Sprecher wird interviewt. Er sagt, so etwas würden wir heute nie mehr tun. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit während des Kalten Krieges gemacht haben. Aber diese Zeiten sind vorbei. Wir nehmen keine Regierungsgelder an und wir verweisen auf unsere Vertrauensprinzipien, die unsere redaktionelle Unabhängigkeit und Integrität festschreiben. Was diese Dokumente zeigen, ist aber die Tatsache, dass er gelogen hat. Dass Reuters genau das Gleiche auf genau die gleiche Art und Weise macht, verdeckt, ohne die Zustimmung der Öffentlichkeit, und dass sie sich in diesen Geboten, die sie an das britische Außenministerium stellen, im Stillen damit brüsten, viele, viele Programme des britischen Außenministeriums durchgeführt zu haben. Sie können sich also durchaus als Medienorganisation bezeichnen, aber sie haben ihre Vertrauensprinzipien und all das, was ihre Leitbilder ausmacht, vernichtet. Und es spricht wirklich für das größere Problem, was die Medien im Westen sind. Wenn man in einer Diktatur lebt, wissen Sie, ich habe eine beträchtliche Zeit in Ägypten verbracht und man spricht mit den Menschen dort und sie wissen, dass sie Propaganda ausgesetzt sind. Sie wissen, dass der Staat nicht unbedingt die Wahrheit sagt und sie wissen, welche Medienkanäle der Staat kontrolliert. Im Westen wurden die Menschen in dem Glauben erzogen, dass unsere Medien tatsächlich unabhängig sind und dass sie in unserem Interesse handeln. Und das ist es, was die Menschen im Westen tatsächlich vermehrt zu Opfern von Propaganda macht und weniger skeptisch.
Und an diesem Punkt, genau jetzt, nach Russiagate, die Sonderermittlungen zur Beeinflussung des Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten 2016, erfahren wir, wie die Medien mit den Geheimdiensten in einer Weise verschmelzen, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Denn sie haben das Vertrauen in die eigene Bevölkerung verloren und greifen zu einem nie dagewesenen Maß an Zwang, um die öffentliche Unterstützung für diese ausländischen Regimewechseloperationen zu kultivieren, die niemand unterstützen würde, wenn die Öffentlichkeit die Details tatsächlich kennen würde. Die Medien sind also im Grunde in einen Informationskrieg verwickelt. Und das Ziel Nummer eins sind nicht unbedingt die Menschen in Russland, damit sie sich gegen Putin erheben. Das Ziel sind wir. Was dieser Artikel letztlich anspricht, ist die Bedeutung und die wesentliche Existenz von Organisationen wie Activism Munich. Das ist der Grund, warum ich The Gray Zone gegründet habe. Das ist der Grund, warum wir tun, was wir tun, weil wir den Menschen ein Ventil aus diesem Informationskrieg geben und ihnen erlauben, sich selbst zu bilden und kritisch zu denken und etwas rationale Skepsis auf diese Flutwelle von Propaganda anzuwenden, die von angeblich unabhängigen Medien stammt, die eigentlich eine Marionette für die Geheimdienste und das Militär sind. Exactly. Very interesting. Sehr interessant, immer aufschlussreich, Max Blumenthal. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Zeit und dafür, dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Und ich danke allen bei The Gray Zone für den fantastischen Journalismus, an dem Sie beteiligt sind. Danke, dass ich hier sein durfte und danke auch für Ihre Arbeit. Natürlich. Vielen Dank. Ebenfalls möchte ich mich bei Ihnen allen für das Einschalten dieser Episode von Die Quelle bedanken. Wenn Sie dieses Video mögen, klicken Sie auf den Gefällt-mir-Button und stellen Sie sicher, dass Sie unseren Kanal abonnieren, damit Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn wir ein neues Video hochladen. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen wissen, dass unabhängige Medien im Moment attackiert werden. Ihre Spenden und Ihre Unterstützung für uns ermöglichen es uns, mit unserem unabhängigen Nachrichtenjournalismus und unseren Analysen fortzufahren. Ich bin Ihre Gastgeberin Taylor Hudak. Ich möchte mich bei Ihnen für das Zuschauen bedanken und sehe Sie in meinem nächsten Video.